Sicherheit wird groß geschrieben in Brunn am Gebirge. 500.000 Euro kostete das neue Feuerwehrauto. Die Entstehung dieses Fahrzeuges beruht auf dem Ausscheiden von zwei wasserführenden Fahrzeugen, die wir noch im Betrieb gehabt haben. Ein Tanklöschfahrzeug 4000 mit 26 Dienstjahren am Buckel und immer noch zur Wasserversorgung bereitstehend. Unser TLF 2000, Baujahr 1967. Mit großem Stolz und großer Freude haben wir heute aus den Händen unseres Herrn Bürgermeisters das von der Gemeinde finanzierte Großtanklöschfahrzeug übernommen. Ein Fahrzeug, das zwei Jahrgangs alte Einsatzfahrzeuge ersetzen soll. Deshalb auch die Kubatur mit 8000 Liter Wasser und zweimal 250 Liter Sonderlöschmittel. Warum war es notwendig, so ein großes Fahrzeug anzuschaffen? Naja, man kann nicht anschaffen, was man will. Es gibt Rechtsvorschriften, die das regeln. Eine Mindestausrüstungsverordnung für Brunn am Gebirge ist so ein Fahrzeug erforderlich. Das andere Fahrzeug, das ausgemusterte Fahrzeug, war schon Jahrzehnte alt, kann man sagen. Also es war hoch an der Zeit. Wir brauchen es. Fährst du selber auch schon mit? Also ich bin jetzt 12, nein, ich darf noch nicht mitfahren, leider. Also mit 16 wird man dann überstellt. Und ja, also... Das dauert noch ein Stück. Möchtest du, wenn du groß bist, auch noch immer bei der Freiwilligen Feuerwehr mitwirken? Also ja, natürlich, weil also wir machen jetzt schon Bewerbe und sehr viele Übungen. Es macht sehr viel Spaß und ja, also ich schätze schon, dass ich dann noch zur aktiven Feuerwehr wechsle. Wir hoffen, dass es sehr selten in den Einsatz kommen muss. Es steht als Großtanklöschfahrzeug der zweiten Welle in der Ausrüstungsordnung zur Verfügung. Und nachdem wir auch Bundesstraßennetz wie die A21 und als Portalfeuerwehr für das S1-Tunnel zuständig sind, ist das Aufgabenbereich sehr im Spektrum gestreckt. Sie haben heute auch Geschenke von der Feuerwehr bekommen. Was war das genau? Naja, das ist eine Floriani-Plakette. Da hat man mich echt kalt erwischt, wie es so schön heißt. Und eine Feuerwehrjacke mit meinem Namen aufgestickt habe ich auch bekommen. Das heißt, Sie haben die Gelegenheit, jederzeit mit der Feuerwehr mitzufahren? Theoretisch ja, praktisch würde ich das keinem Brunner und keiner Brunnerin wünschen, aber ich freue mich natürlich sehr über die Geschenke. Was ist wichtig an einer freiwilligen Feuerwehr für all jene, die sich nicht vorstellen können, was eine Feuerwehr überhaupt so macht, abgesehen vom Brandlöschen vielleicht? Also ich finde, die Feuerwehr ist deshalb wichtig, falls Leute in Not sind, dass wir ihnen helfen, damit sie dann halt immer mit einem guten Gefühl daheim, also zu Hause sind. Der Segen Gottes ist uns sehr wichtig, der nicht nur für das Fahrzeug Gültigkeit haben soll, sondern auch für meine gesamte Mannschaft und für die gesamte Brunner Bevölkerung, die durch ihre Steuergeldern und Abgaben sehr groß mitgewirkt haben, dieses Fahrzeug zu finanzieren. Und daher waren auch meine Dankesworte in die Richtung aller Brunnerinnen und Brunner gerichtet.